Hallo, meine lieben Gamer! Und willkommen zu einem ersten Gameplay aus dem Bausimulator 3 für die PS4. Und in dem Video gucken wir uns mal an, ob das Ding was taugt. Der Bausimulator 3 ist jetzt eben frisch rausgekommen auf der PS4, auf der Xbox auch, ich glaube auch auf der Switch. Und zwar zum ziemlich günstigen Preis, gleich vorab, für 15 Euro könnt ihr euch das Ding zulegen im Store. Es gibt es nur digital, bisher zumindest. Vielleicht kommt da auch noch eine Disc-Version, ich glaube es aber jetzt aktuell nicht. Und wir schauen uns das mal an. Und zwar, worum geht es erstmal im Bausimulator? Ja, wir haben unsere eigene Baufirma, mit der wir Aufträge erledigen sollen. Und dafür haben wir verschiedene Baufahrzeuge und die müssen wir entsprechend einsetzen an der richtigen Stelle. Ich habe jetzt hier schon aktuell bereits einen Auftrag angenommen und ich schaue jetzt mal, was wir hier tun müssen. Es ist nämlich hier schon eine kleine Baustelle vorbereitet. So. Wir müssen den Teich anlegen, das weiß ich jetzt schon. Also allerdings müssen wir jetzt gucken, weil die Schritte dahin werden uns vorgeschrieben. Ja? Und hier soll ein schönerer Außenbereich gebaut werden und ein neuer Teich. Ja. Und den sollen wir uns eben hier, den sollen wir eben anlegen. So, wir brauchen das passende Fahrzeug, das haben wir schon. Ich habe mit meiner Baufirma angefangen und habe bisher nur zwei Fahrzeuge, also noch nicht sehr viel. Ich habe eben hier meinen MAN-LKW mit Pritsche hinten drauf und einem Kran und ich habe noch einen Bagger und den holen wir uns jetzt gleich, weil den Bagger brauchen wir als nächstes. Ich fahre jetzt bloß mal schon mal vorab den LKW ein bisschen zur Seite, weil wir brauchen bestimmt hier Platz. So wie ich das Spiel kenne, müssen wir das definitiv nachher auch wieder freiräumen alles. So. Also der ist aber schon mal da. Damit können wir nämlich wahrscheinlich das Erdwerk damit abtransportieren. Jetzt schalten wir rüber mal zum Baggerlader. Der steht noch an der alten Baustelle. Und ja, mit dem müssen wir eigentlich quasi nur ein Eck weiterfahren. Quer durch die Stadt. Wir haben tatsächlich eine Art Open World. Ich sage jetzt gerade eine Art, weil es ist ein kleines Städtchen, wo ihr rumfahren könnt, wo es auch entsprechend Straßenverkehr gibt und wo ihr ein bisschen ja, auf die Verkehrsregeln achten könnt. Nicht müsst, aber könnt, weil es ist im Grunde so, dass man die Verkehrsregeln auch abschalten kann. Also es gibt zwar zum Beispiel normale Strafen bei roter Ampel und bei Unfällen, aber das kann man abschalten, falls man da keinen Bock drauf hat. Das habe ich nämlich gemacht. So oder so sind wir jetzt mit unserem Baggerlader gleich mal an der Baustelle hier. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, wir brauchen den Erdaushub. Das heißt, wir fahren erst gleich mal rückwärts ran. Okay. Ebne den markierten Bereich mit dem Vorderlader und transportiert den Abraum von der Baustelle. Ah, okay. Wir brauchen doch den Vorderlader, das heißt, wir stehen falsch rum. Ich dachte, wir müssen hier einen Aushub machen, aber nee, wir müssen das Ganze nur in Anführungszeichen ebnen. Dazu nehmen wir ja, unsere vordere Schaufel. Und das sehe ich schon, ja, da sehe ich schon, dass ein paar hügelige Stellen, die müssen eben platt gemacht werden. Und dazu, Moment, schalte ich erstmal die Kamera um. Es gibt hier verschiedene Kameraansichten übrigens, hier unter anderem auch eine Cockpit-Ansicht, was ganz nice ist. Bloß sehe ich mit der Ansicht jetzt die Schaufel nicht so, wie ich will. Deshalb gehe ich mal auf die Orbit-Kamera. Damit kann ich nämlich eine festgelegte Kameraansicht belassen. So. So, und dann kann ich die Schaufel bedienen. Und zwar mit dem rechten Analogstick. Der rechte Stick ist übrigens, er hat zweierlei Funktionen. Zum einen ist er Kamera, frei drehbar und wenn man auf R3 drückt, kann man den Modus wechseln und dann eben das entsprechende Gerät bedienen. Was man eben dran hat, zum Beispiel jetzt aktuell die Baggerschaufel. Und sieht jetzt, ich habe hier schon mal ein bisschen was aufgeladen, das packen wir mal jetzt gleich mal hier auf den LKW drauf. Das brauchen wir nämlich nicht. Das hieß ja, das soll man abtransportieren.
Und die muss halt eben mit R3 immer hin und her schalten zwischen Kamerasteuerung und Baggersteuerung in dem Fall. So. So, dann haben wir diese Aufgabe abgeschlossen. Ich habe das jetzt ein bisschen übersprungen, weil es dann noch relativ... teilweise die Arbeiten relativ lange dauern. Wir haben das Ganze hier ein bisschen eingeebnet und jetzt transportieren, jetzt transportieren wir noch schnell das restliche Erdwerk weg. Und es ist so, man muss diese Aufgaben meistens gar nicht komplett zu 100% erfüllen, sondern bis zu einem bestimmten Prozentsatz und dann springt das Spiel quasi einen Schritt weiter und sagt, okay, der Auftrag ist jetzt hier erledigt, die Tätigkeit ist erledigt, jetzt geht's weiter. So. Dann kippen wir jetzt noch den Rest hier rein. Bisschen, naja, bisschen unsauber das Ganze. Doch geht. Wunderbar. Okay, dann ist das mal fertig. Dann parke ich den Baggerlader mal hier. Und jetzt muss ich das Zeug wegbringen. Ja. Und zwar, ja, mit meinem Pritschenwagen geht es wieder damit weiter. Ja, genau. Hier ist kein geeigneter Ort zum Abladen, aber wir haben jetzt eben das Zeug, das Erdwerk und das kommt jetzt zurück zum Kieswerk. Und es gibt einige interessante, ich sag mal, eher interessante Orte, ein paar Hotspots, wo man immer wieder hinfährt. Man hat zum Beispiel sein eigenes Fabrikgelände, also das eigene Bauunternehmen. Wir haben das Kieswerk, wo wir vorhin schon waren und wo wir jetzt nochmal hinfahren, wo wir das Zeug abgeben. Und wir haben zum Beispiel hier drüben den Baustoffhof, wo wir, den Baustoffhändler, wo wir Baustoffe kaufen. Das machen wir gleich nachher. Und die Welt, dazu komme ich gleich, die teilt sich in drei verschiedene Stadtteile. Aber bevor wir das jetzt machen, fahren wir jetzt erstmal hier kurz hin und geben das Schüttgut ab. Okay, das ist erledigt. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zur Baustelle. Und wie auf, genau, wie vorhin schon erwähnt, es gibt eine Cockpit-Ansicht und eine Fahrersitz-Ansicht und zwar für alle Fahrzeuge, denn es gibt insgesamt im Spiel, ich glaube, für über 50 Fahrzeuge, die gibt es dann beim Fahrzeughändler. Also das ist auch noch ein weiterer interessanter Ort. Dort könnt ihr eben neue Fahrzeuge kaufen oder auch mieten, wenn ihr nicht genug Geld habt. Also ich habe beispielsweise bei meinem Bauunternehmen erst zwei Fahrzeuge, was jetzt noch nicht wirklich viel ist. Und ich hatte jetzt aber schon zwischendurch einen Auftrag, wo ich mehr, noch mehr brauche oder andere Dinge. Ups, hier muss ich rein. Und dann kann man das Zeug auch mieten. Allerdings, das würde ich auch nur just in time natürlich machen, weil die Miete kostet, wird minütlich abgerechnet. So, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt hier machen müssen. Wir müssen erstmal hier mit dem Fahrzeug hier hin. Ich weiß gar nicht, warum wir hier hin sollen. So. Okay. Ah, okay. Jetzt gibt es hier Geröll. Das muss auch weg. Damit wir mit den Kanalarbeiten beginnen können. Okay, und die Steine kommen auch ins Kieswerk. Okay. Ja, jetzt ist interessant. Jetzt müssen wir das Ganze, die ganzen Sachen hier abtransportieren. Ich fahre noch ein bisschen näher ran. Das ist nämlich ganz auch eine lustige Tätigkeit, sage ich mal. Wir werden jetzt erstmal die Stützen ausfahren. So, dann wird hinten die Ladefläche auch ausgeklappt und Moment, jetzt werde ich noch kurz, Orbit-Kamera passt, noch kurz die Kamera so drehen, wie ich sie brauche. Das ist nämlich ein bisschen tricky sonst. Aber so geht's, alles klar. Und dann können wir
Jetzt sind wir in diesem Bearbeitungs-, nee, wie heißt der Modus? Fahrzeugmodus, in dem anderen Fahrzeugmodus. Und jetzt können wir den Kran bedienen, den wir hier dabei haben. Den fahren wir jetzt erstmal aus. Und mit dem Kran hier, mit dem laden wir das Zeug, die Steinbrocken jetzt auf. Und das geht dann eben auf Knopfdruck, wird es angehangen und dann müssen wir es quasi nur hinten auf die Ladefläche hieven. So. Und das Ganze eben steuert ihr in dem Fall jetzt mit beiden Analogsticks, also weil ihr eben verschiedene Achsen zu bedienen habt an dem Teil. Braucht ihr aber auch wirklich beide Analogsticks und ich sag mal ein bisschen Übung, weil man kommt hier ganz schnell durcheinander mit der Steuerung, ganz ehrlich. Aber ja, wie gesagt, das ist ein bisschen Übung, aber irgendwie auch ein bisschen eine Wissenschaft irgendwie für sich. So, wir haben jetzt hier ein bisschen komische Beleuchtung, muss ich sehr ehrlich sagen. Es ist nämlich so, das Spiel hat einen Tag-Nacht-Rhythmus, aber ja, der hat dann zur Folge, dass ein paar einige Lichtquellen plötzlich falsch dargestellt werden, wie jetzt gerade. Jetzt haben wir plötzlich, es wird nämlich, glaube ich, gerade Abend. Und ich habe sowieso das Gefühl, das ist irgendwie ganz strange. Ich habe sowieso das Gefühl, ich baue hier, ich bin die ganze Zeit nur bei Nacht unterwegs, also als Nachtarbeiter. Das ist wirklich strange. So, das haben wir aufgeladen. Jetzt können wir das Fahrzeug zurücksetzen. Die Ladefläche hochklappen, die Ladung sichern, den Fahrzeugmodus wechseln und dann können wir jetzt wieder fahren, beziehungsweise das Zeug wegbringen. So. Jetzt müssen wir gucken, nicht, dass hier noch irgendwas war. Was ist denn mit dem Teil hier? Ist das nur ein Müllhaufen oder ist das auch ein Brocken? Nee, das war's. Okay, das waren die drei Steinbrocken. Okay, und das fahren wir jetzt wiederum ins Kieswerk. So, nachdem ich jetzt meine drei Steine hier hingebracht habe, habe ich festgestellt, es fehlt noch ein weiterer Stein, den ich vergessen habe an der Baustelle. Und da kann ich euch auch nur raten, es kommt manchmal vor, dass das Spiel quasi sagt, du musst noch mehr tun und irgendwie reicht es nicht, was du getan hast. Dann habt ihr irgendwo, ja, ich würde nur sagen, entweder Ladung verloren oder Ladung vergessen. Und ja, jetzt habe ich zumindest eine neue Spielestufe bekommen und ich habe das schon jetzt öfter gehabt im Spiel, dass ich nicht weiterkomme. Liegt einfach daran, dass eben irgendwo noch was fehlt. Also noch mehr Steine, noch mehr Schüttgut, was auch immer. Jetzt geht es erstmal mit dem Bagger weiter. Und da schauen wir gerne mal rüber zur Baustelle. So, jetzt müssen wir ein Loch ausheben für die Rohre des Gartenteichs. Genau, da hieß es ja, die brauchen wir. Also wir müssen hier hinten ein Loch ausheben. Man muss natürlich erstmal rückwärts ranfahren an das Ganze. Denn, das kann ich eben nicht mit der großen Schaufel vorne, das muss ich mit der kleinen Schaufel hinten machen und das Ganze hier eben ausheben. Kommt man ein bisschen schlecht hin. Mal gucken, ob das hier so. Ja, das, so kann ich mich hin. Hier kann ich sogar mich hin platzieren. So, jetzt brauchen wir. Genau, jetzt fahren wir die Stufen aus. Die Stufen. Unsere. Ups. Ne? So. Unsere Stützen, wollte ich sagen. Genau, die Stützen ausfahren. Dann können wir die Baggerschaufel eben benutzen. Auch wieder mit beiden Analogsticks. Und dann können wir das Ganze hier ausheben. Das Ganze. Und ich glaube, ich räume das jetzt einfach hier ins Eck hin. Ups, falsch. Ja. Steuerung übrigens, Leute. Ja, die ist nicht ganz so selbsterklärend und intuitiv.
Weil wie gesagt, ihr müsst hier insgesamt 4 Achsen bedienen. Und das ist komplizierter, als man denkt manchmal. Also man denkt sich ja, so ein Bagger, den kann man ja schnell bedienen. Aber nee, da muss man echt irgendwie, das ist schon so eine gewisse Konzentration gefordert, was mich jetzt auch ein bisschen überrascht hat immer wieder. Also ich glaube, irgendwie zum Baggerfahren, da braucht man echt einen verdammten Doktortitel, um das korrekt zu machen. Also ich stelle mich teilweise so dermaßen blöd an. So. Aber es klappt schon. So, und wie gesagt, das Loch muss nicht exakt schön und wunderbar aussehen. Ihr müsst nur die entsprechende Menge hier ausheben an Erdwerk, bis eben genug ausgehoben ist. So, und nach ein paar Minuten Arbeit ist das mal erledigt. Jetzt brauchen wir Plastikrohre, um die, ja, die müssen wir hier verlegen. Jetzt muss ich erstmal meinen Erdhub hier noch schnell wegbringen. Danach muss ich den Bagger aus dem Weg räumen und dann geht's rüber zum unserem LKW. So, jetzt fahren wir erstmal kurz mit dem, wie gesagt, erstmal den, der kommt erstmal der aus dem Weg. Wo wir gerade auf dem Weg zum Baustoffhändler sind, der ist hier ums Eck, fällt mir noch ein, das Ganze spielt ihr natürlich mit Controller, klar, und es geht nicht mit Lenkrad. Ich habe ein Lenkrad getestet, ich habe das Logitech G29 hier getestet und es geht nicht. Leider. So, jetzt gehen wir zum Baustoffhändler und da sehen wir sehr viele Dinge, die der hat. Der hat unter anderem Kabeltrommeln, Generatoren, Toilettenhäuschen für die größeren Geschäfte und größeren Baustellen, Ziegel, Beton, Gips, Isolierungen und so weiter. Wir brauchen auf jeden Fall Plastikrohre, wobei ich denke, sind das die PVC-Rohre? Ne, es gibt das Plastikrohr separat. Ups. Okay Leute, ich merke gerade, wir mussten gar nicht zum Baustoffhändler, denn die Rohre, die sind schon hier, die liegen schon hier, die habe ich bloß nicht gesehen, aus Blödheit. Und wie gesagt, das ist mir, passiert mir hier in den Missionen öfter. Aber egal, ist egal. Auf jeden Fall sind die jetzt schon da, die Teile. Und die können wir uns dann gleich mal, die können wir jetzt gleich schön platzieren. Und das im Grunde funktioniert genauso wie beim Verladen von anderem Zeug, wie auch den Steinen beispielsweise. Das platzieren wir hier. Man muss, wie gesagt, so grob nur grob in die richtige Position bringen. Das Spiel schnappt dann quasi das Ganze in die richtige, in die exakte Position. Ups. Oh, hoppla, zu lang. So, jetzt. Und dann gleich Rohr Nummer 2. So, bam, okay. So, meine lieben Leute, ich habe jetzt hier einen kleinen Sprung gemacht, weil ich musste jetzt sehr viel ausbaggern, insgesamt 2 Löcher. Und ich habe mir jetzt dafür auch extra noch einen Liebherr-Bagger geholt, den habe ich mir ausgeliehen vom Fahrzeughändler, also gemietet. Weil der ist doch ein bisschen teuer noch aktuell, zumindest für mein Budget, mein Firmenbudget. Und damit haben wir jetzt hier mal schon mal das Ganze ausgehoben. So, und das Ganze macht gleich einen kleinen Sprung. Und jetzt ist im Grunde der Teig schon quasi fertig, ja. Oh Mann, ich muss das mal hier das Zeug noch kurz hier abliefern. So, den Hub, den Erdhub nochmal abladen. Und dann muss ich mit dem Bagger mal weg, beziehungsweise ich werde jetzt nicht weg. Ich werde den Bagger gleich mal zurückgeben. Der ist nämlich jetzt, weil wie gesagt, der kostet natürlich Geld. Der ist nämlich nur zur Miete und der hat mich jetzt eben 1000 gekostet. So.
Jetzt brauchen wir Folgendes. Wir brauchen zweimal Holzbretter vom Baustoffhändler. Ja, dann fahren wir jetzt da mal hin und holen uns jetzt wirklich mal das Zeug vom Baustoffhändler. Jetzt wieder mit dem LKW, also zischen wir mal rüber. Der Bausimulator 3 ist ja eine Umsetzung vom Mobile-Spiel. Das Ding gab es 2019 für iOS und für Android, glaube ich auch. Und dasselbe beim Teil 2. Und der ist dann später, zuerst für Mobile erschienen und dann später für Konsole eben. Und eben genau dasselbe jetzt auch mit dem 3er. Und naja, das sieht man auch, ganz ehrlich. Also wenn ihr mal genau guckt, die Grafik ist jetzt nicht gerade so hammermäßig, nicht wirklich, also sehr unspektakulär. Was gut ist, was gut gelungen ist, sind die originalgetreuen Modelle. Also die ganzen Fahrzeuge sind ja von echten Marken, Liebherr, Caterpillar, MAN und so weiter. Und die sind nett, aber alles drumherum ist ein bisschen sehr, sehr simpel gehalten. So, wir brauchen zwei Holzbretter. So, zweimal. Kostet 4000, die nehmen wir mit. Nicht zum Hieressen. Und die liegen dann hier und die laden wir auf. Auch ganz, eigentlich ganz simpel. Oh, muss ich aufpassen, dass ich die nicht, dass gar nicht dran stoße. Und dann, ja, kann ich die aufladen. Genauso wie gerade das andere Zeug auch schon. Oh, das muss ich fast beeilen, weil mein DualShock-Controller ist fast leer. Ja, das kriegen wir schon noch hin. So, Nummer 1 und Nummer 2 auch gleich noch. Was manchmal schwierig ist, ist quasi, ja, ich würde sagen, Positionen abzuschätzen und wo genau ihr euch quasi mit eurem Greifarm beispielsweise oder eurem Baggerarm genau befindet, weil teilweise der Schattenwurf nicht so wirklich da ist. Ihr habt allerdings eine Markierung hier, diese gelbe Markierung oder jetzt weiße Markierung hier auf dem Boden. Das seht ihr zumindest ungefähr, wo ihr euch mit eurem Ausleger befindet. Das ist manchmal nämlich nicht so ganz einfach zu sehen und entsprechend, ja, hampelt man schon zwischendurch mal blöd herum. Aber daran gewöhnt man sich, das klappt dann eigentlich schon mit ein bisschen Übung. So, wir haben unseren Holz und jetzt, das können wir jetzt zur Baustelle bringen. So, und an der Baustelle laden wir die Holzpaletten einfach wieder ab am vorgesehenen Ort. Das Spiel, wie gesagt, gibt euch immer genau vor, wo ihr was zu machen habt und wo ihr was abladen müsst zum Beispiel. Ihr könnt oft nicht frei entscheiden, also ihr könnt jetzt nicht einfach irgendwo, was ich, ein Erdloch ausheben, sondern im Grunde kriegt ihr das immer durch die Missionen mit. Und die Missionen ist, bei den Missionen ist es so, dass die euch genau eben, wie gesagt, vorgeben, was ihr zu tun habt. So, ich muss mich mal neu positionieren. Und es gibt eben einfache Missionen, wo ihr nur eine Tätigkeit macht, beispielsweise nur ein Erdloch graben oder irgendwie Baumstämme aufräumen. Und dann gibt es eben auch mehrteilige Missionen. Das, was ich jetzt die ganze Zeit gerade mache. Das heißt, das ist eine Mission, wo ihr mehrere, ja, Teilaufgaben habt, die ihr nacheinander erledigen müsst, dass am Schluss irgendwie was Schönes rauskommt. Das ist natürlich auch relativ lukrativ. Und da könnt ihr eben auch ein bisschen mehr Gewinn machen. Und natürlich mit dem Gewinn könnt ihr natürlich entsprechend mehr Fahrzeuge oder überhaupt euch Fahrzeuge dann leisten. Ich versuche jetzt gerade hier noch zu positionieren. Richtig. Gucken wir mal, ob das so, ob ich das von hier aus machen kann. Und dann können wir jetzt gleich mal schön diese Brücke. Ah, Mist, geht hier nicht. Hier darf ich mich nicht platzieren, muss ein bisschen vorfahren. Hier geht's. Gut. Fahrzeug stabilisiert. So. Gut, wir brauchen ja eigentlich den Kran. Ich muss bloß gucken, weil ich weiß nicht, wie weit der Teleskopausleger geht. Weil diese Brücke, man hat es jetzt gesehen, ich habe jetzt nur die Holzpaletten geholt und jetzt ist schon die Brücke fertig.
So, und die nehmen wir hier auf und setzen sie hier rüber. Ich kann die Last, ich kann das Ding auch rotieren. So, dass das auch korrekt ausgerichtet ist alles. Ups, ab. Und mit ein bisschen Schwung ist das Ding drin. Neue Spielerstufe, das ist schön. So, jetzt brauchen wir Kies. Nee, wir müssen erstmal zum Kieswerk. Wir fahren jetzt erstmal zum Kieswerk, wiederum mit unserem treuen Pritschenwagen. Und beim Kieswerk brauchen wir Kies und dazu fahren wir rückwärts an die richtige Verladestation hin. Ist ja alles beschriftet. So, und dann können wir hier die Ladefläche mal voll machen. Da geht auch ganz schön was daneben, aber okay. Mulde ist voll, damit geht's zurück zur Baustelle. Kostet 9.700 Credits, das ist ganz schön gesalzen, aber naja, wir kriegen das Geld auch wieder raus, wenn wir den Auftrag dementsprechend ausführen und korrekt abwickeln. Ich bin übrigens so gefühlt noch relativ am Anfang vom Spiel, weil wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viele Fahrzeuge freigeschaltet, manche sind auch noch gesperrt. Später natürlich schalten sich größere Bagger frei, größere Lader, Raupen natürlich und auch Kräne. Und da eben zum einen natürlich Autokräne und zum anderen auch stationäre Kräne, die man aufstellt. Jetzt hätte ich fast die gesamte Ladung falsch hier in den Teich reingefüllt. Dabei ist das komplett falsch. Ich muss nämlich den Kies verwenden für den Weg dort hinten. Und das wusste ich jetzt nicht, aber dafür gibt es die Construction Site, also eine Art Radarsicht, wo eben man sieht, wo man was machen muss. In dem Fall jetzt hier das rot markierte, der Weg da hinten, rechter Hand, den müssen wir hier jetzt befüllen mit Kies. Und dazu sind auch die Hütchen hier schon aufgestellt, die ich natürlich nicht gesehen habe. Und wo ich auch ein bisschen rangieren muss und ein bisschen drüber fahre über die. So, geht schon. Ja, aber das will ich euch schon möglichst genau dort platzieren. So, okay. Dann können wir... das so weit wie es geht eben füllen. Aufgabe abgeschlossen. Gut, das war's schon. Der Teich ist fertig. Gut, dann hätten wir das und damit ist auch der Auftrag erledigt. Juhu! Also ich muss sagen, der hat jetzt Realzeit bestimmt eine Stunde oder länger gedauert. Das war echt ganz schön lange. Ich habe das jetzt hier, wie gesagt, für euch ein bisschen gekürzt. Hier haben wir die schöne Teichanlage, die jetzt komplett fertig ist, die wir jetzt nicht exakt im Detail gebaut haben, aber so grob. Den restlichen Kies kann ich jetzt eigentlich zurück ins Kieswerk bringen, da kriege ich wieder mein Geld dafür zurück. Und im Grunde kann ich jetzt quasi mit meinem Fuhrwerk wieder zurück zur Firma. Aber ich mache jetzt noch was anderes. Ich zeige euch zum einen mal die Karte, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Es gibt nämlich hier das erste Stadtviertel, Heckling am See. Hier ist mein Firmengelände hier hinten. Hier ist der Fahrzeughändler. Das Kieswerk und hier sind noch zwei andere Stadtteile, nämlich Neustein und das Industriegebiet Neustein. Die schalten sich erst mit entsprechender Spielstufe hoch, frei und da gibt es wahrscheinlich dann auch entsprechend neue Aufträge. Und als allerletztes will ich jetzt auch noch eins zeigen, nämlich die Fahrzeuge beim Fahrzeughändler. Denn da schauen wir uns mal kurz so an, was es dort gibt. Eben wie erwähnt, die ganzen... Moment, muss ich mal so machen. Komplett am Anfang springen. Die ganzen
LKWs, also die Lader, die Bagger in verschiedensten Größen, Ausführungen, Tandemwalze, verschiedene Zugmaschinen mit mehr oder weniger mit Achsen, mit mehr oder weniger Achsen, mit Meilern, mit Kran dran, mit Betonmischer gibt es auch, größere Bagger, noch größere Bagger, Motorgrader, Straßenfertiger, eben zum Teeren von Straßen, das kommt später auch noch, Schwarzdeckenfertiger, Tieflader, hier haben wir einen dieser Kräne, der Liebherrkran, die richtig schön großen Bagger, ah, das ist ein Traum, und auch die mobilen Kräne, mit denen man rumfährt. Und hier ist noch Zeug, Muldenkipper und so weiter, Planierraupe, das schaltet sich dann später alles noch frei. Alles eben originalgetreue Modelle. Und das, meine lieben Leute, das ist es jetzt vom Bausimulator 3. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Ihr könnt gerne ein Gefällt mir da lassen und ein Abo. Und man sieht sie gerne beim nächsten Mal wieder hier auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin.